Ja, okay, das ging jetzt doch schneller als erwartet. War nur ein ganz kurzes Powernap. Powernappy. Okay, vorsichtig, stopp. Langsamer, langsamer, langsamer. Oh Gott, wir sind wieder so super träge. Gleiten beendet. Und schon wieder steht eine Minute. Naja, vielleicht doch nochmal ein kleines Nickerli. Landerlaubnis. Bei 7,5. Zack. Dankeschön. Die 1. Okay. Sehe ich da schon wieder so eine Killerdrohne? Nee, das ist die Landebahn. Puh, ich dachte schon. Ja, wir kommen völlig, aber wirklich völlig von der falschen Seite. Was für eine Unverschämtheit. Mission aktualisiert. Probe aus der Siedlung Tour Tralala. Hm, okay. Langsamer, langsamer. Drehen. Stücke vorwärts wieder, ja. Auch hier wäre der Landecomputer wieder nicht schlecht gewesen, aber man lernt's doch dann nicht. Manchmal dauert etwas länger, bis man etwas gelernt hat. Wir hatten das vor ein paar Folgen gehabt. Genau, und jetzt schön reinschwingen, wie so ein Gleiter. Noch ein bisschen, noch ein kleines Stückchen und zack. Das ist okay, ne? Fahrwerk ist draußen. So. Wir wollen raus. Und zwar, wenn schon, denn schon dann mit dem Dominator 2.0 Anzug. Wir haben keine illegalen... Was? Konfiguration verwalten? Das geht auch hier. Oh, wie gut. Dann können wir doch bestimmt auch über das gleiche Fenster, wenn wir an der Station sind, da auch Anzüge kaufen. Vielleicht. Vielleicht. Das sollten wir mal ausprobieren. Was? Ich habe gar kein SRV mit. Weil ich noch im Frachtmodus bin, ne? Naja, im schlimmsten Fall müssen wir wieder wegrennen. Das kriegen wir schon hin. Ja, okay. Da war wieder ein kleiner Planungsfehler versteckt. So. Trotzdem. Ich steig kurz aus. Check nochmal an der Tür mein Inventar. Weil ich das anders gerade nicht hinbekomme. Das geht bestimmt auch über das Schiffssystem. Hallo? Inventar verwalten. Irgendwas Illegales in meiner Tasche. E-Breach. Ja. Rüber damit. Alles ins Schiff. Genau. Bei E-Breach ist ja illegal. Transfer bestätigen. Jo. Und jetzt sollte doch alles Böse hier aus meiner Tasche verschwunden sein. Genau. Danke. Bin begeistert. Maus und Tastatur wieder her. Schiff wegschicken. Ganz, ganz schnell. Mach's gut. Vergiss mich nicht. Tschüss. So, Proben aus Probentransporteinheit 2 im Landwirtschaftsgebäude. Ach, im Gebäude sogar auch noch. Da müssen wir uns doch bestimmt wieder irgendwo Daten klauen. Wir testen erstmal ganz kurz. Noch ist nichts illegal. Die dürften uns theoretisch nichts anhaben können. Ich lasse mich mal aus Spaß scannen. Dann wissen wir gleich, woran wir sind. Fürs nächste Mal eventuell dann. Ansonsten, ich weiß, danke nochmal für den Hinweis. Wenn wir ein geklautes Profil haben, dann, wenn wir dann gescannt werden, dann gibt es Probleme. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Hallöchen! Hey! Hallo? Warten Sie, Kommandant. Okay. Scan festgestellt. Das geht uns nichts an. Dankeschön. Gut, wir wären dann fertig. So, dann hätten wir das schon mal geklärt. Fühle ich mich auch gleich viel, viel sicherer. Wir brauchen ein Terminal. Ach ja, auf dem Radar. Einfach mal gucken. Hier drüben ist eins. Nehmen wir doch das. Sie sind zu schnell gerannt. Jetzt müssen sie sterben. Hier ist alles möglich. So, Probentransporteinheit 2.
im Landwirtschaftsproduktionsgebäude. Wo befindet sich das Landwirtschaftsproduktionsgebäude? Okay, Einrichtungen. Landwirtschaftsproduktionsgebäude. Probe aus Probentransporteinheit 2. Aha. Zugang nur für Berechtigte. Ja. Ich hoffe, wir haben die richtige Verarbeitung ausgewählt. Das andere Gedöns hier interessiert uns nicht. Level 2. Wir brauchen also einen Zugang Level 2. Und bevor ich mir den jetzt klaue, was wir hoffentlich erfolgreich hinbekommen, muss ich mal kurz checken, wie wir das theoretisch machen müssten, wenn wir die Zugangsdaten haben. Erstatte Bericht. Und diese dann ablegen. Was denn? Weil ich habe nichts gemacht. Bitte. Bitte töten Sie mich nicht. Die wunderschöne Frau. Bitte töten Sie mich nicht. Wo könnte man das machen? So Q gedrückt halten. Wahrscheinlich über den Rucksack. Geh mal wieder raus, bitte. Genau. Rucksack. Und hier. Hier wäre das wahrscheinlich bei Daten und das müssen wir dann rausschmeißen. Bevor wir uns erwischen lassen. Aber jetzt müssen wir die Daten erstmal kriegen. Das wird interessant. So, da drüben ist eins der Landwirtschaftsproduktionsgebäude. Warte mal, da steht eins. Dahinter ist es, ne? Das ist es noch nicht. Oder doch, vielleicht ist intern noch mal eine zweite Tür. Flop die. Oh, cool. Schöne Physik. Eins. Okay. Was ist das hier? Anzugsaufladesteckdose. Darf ich die benutzen? Oder ist das illegal? Nein, stopp. Keine Waffen. Stecken Sie die Waffe weg. Transfermodus. Das war nicht illegal, oder? Ich zahle auch dafür. Und wie kann ich die nochmal wegstecken? Mit H. Mit H, genau. Alles cool. Jetzt bin ich wieder drin. Wir waren schon lange nicht mehr zu Fuß unterwegs. Wichtig ist jetzt nur, dass wir die Daten bekommen, ohne dass uns hier einer sieht. Und ich erinnere mich noch daran, dass ihr mir auch geschrieben habt, bei der Tötung von der einen Lady, der Frau Steele, glaube ich, dass ich da hätte auch den Sauerstoff manipulieren können. Hier wahrscheinlich. Ebenfalls sollte man das bestimmt machen, ohne dass man gesehen wird. Aber ich weiß dann nicht. Also wahrscheinlich stirbt die Frau dann da drin, höchstwahrscheinlich. Aber es würde bestimmt dafür auch sorgen, also es könnte auch dafür sorgen, dass die Leute rausgerannt kommen. So, hier Glaskuppel. Aber warum stand da bitte beim Terminal Stufe 2? I don't know. Okay, hier fangen die Fenster wieder an. Sind da Leute drin? Da sind Leute drin. Hallöchen. Scannt. Der hat eine 2. Aber es war eigentlich kein Problem, die Profile zu erscannen. Und dabei von diesen Leuten gesehen zu werden. Das hat keinen Alarm ausgelöst. Das hat die zwar gestört, die sind rumgelaufen, aber die Wachen kamen zumindest nicht angelaufen. So, jetzt nochmal. Mit Bedacht. Schön entspannt. So, mein Freund, du stehst doch schon mal optimal. Nicht Überladungsmodus, stopp. Das ist illegal. Wo konnten wir nochmal klauen? Scan-Modus, genau. Cool. Wunderbar. Und jetzt dürfen wir uns nicht mehr erwischen lassen. Wir gehen wieder in den Scan-Modus. Aber die werden richtig, richtig Palerz machen, wenn ich da reingehe. Weil die, naja, wobei, das war die Frau Steele. Die hat wahrscheinlich schon gewusst, dass irgendwer kommen wird, sie zu töten. Aber nun ja, das kann ich jetzt nicht auseinanderhalten. Das könnte genauso gut möglich sein, dass ich jetzt da reingehe und Alarm auslöse. Da muss alles wieder sehr, sehr schnell gehen. Und dann rennen wir hier einfach runter Richtung Sonne. Wir galoppieren. Wir müssen vorne rein, ne? Gibt es eine Seitentür vielleicht? Einen Seiteneingang? Wo sind hier eventuelle
Konsorten, Wachen, nochmal kurz checken, habe ich recht gehabt? Nein, da sind gar nicht die Profile. Wo ist das Profil? Oh, das sollten wir nochmal kurz hier ausprobieren. Nee, ist ja tatsächlich nicht. Wo können wir den Kram abwerfen? KDT, Codex, Machtspiele, Staffeln. Das ist alles nicht das, was ich gerade suche. Transaktion, Kontakte, Schiffer beirufen, Navigation. Mm-mm. Aber wir haben ja noch eine Taste. Hier. Ach, guck mal. Ah, alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Aber nicht jetzt. Also muss ich nochmal klicken oder brauche ich nur runtergucken? Nein, jetzt habe ich es gelöscht, ne? Oh Gott, nein. Ich habe nur den Mauszeiger draufgelassen. Was hätte ich denn drücken sollen, dass ich hier wieder raus kann? Nicht, dass ich jetzt... Hat er das jetzt gelöscht? Tatsächlich? Ja. Oh mein Gott, Leo. Aber das kann ja keiner wissen, ne? Hallo? Bitte bleiben Sie stehen. Oh, der hat sogar eine 3. Stehen bleiben! Ich bin sauber. Sichtkontakt! Na? Wir haben keine Chance! Ich doch, hab ich. Bitte nicht. Aber das haben wir auch das allererste Mal hier hinbekommen. Ich brauche hier sofort Verstärkung! Sicherheitsprofil geklont. Oh. Ungünstig. Sehr ungünstig. Ein Glück ist das Schiff nicht hier. Das lief so gut. Das lief so gut bis hierhin. Hört der Alarm auch irgendwann auf? Wir müssen da rein. Oh mein Gott. Und ich weiß noch nicht mal, wo ich hin soll. Sehr ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Ich suche mich jetzt, ne? Wahrscheinlich für immer. Oh. Das war der Schildbooster, ne? Das ist unser Plasmagewehr. Oh. Bin ich überhaupt im richtigen Anzug? Warum habe ich nur 2 Waffen? Muss ich jetzt 2-mal aufdrücken oder so? Nein. Oh mein Gott. Mal gucken. Ich räuche euch auch alle aus, wenn ihr wollt. Wenn ich die Chance dazu bekomme. So bringt es gerade nicht so super viel. Nicht so weit hoch. Nicht so weit hoch, Mensch. Nein, nein. Lasst euch nicht erwischen. Aua, aua, aua. Schild. War aktiv. War aktiv. Na, nicht so weit hoch, Mensch. Genau, auf dem weißen Rand landen. Dann können wir jetzt zumindest langlaufen. Vorsichtig. Wir haben auch Energiezellen. Das kann ruhig ein langer Kampf werden. Aber deren Schilde laden sich auch wieder auf, ne? Nein, nein, nein. Unser Schiff ist nicht hier. Ihr könnt uns nicht wirklich verletzen. Nur das Schiff ist interessant. Ich habe auch Granaten, wenn du willst. Au, 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 au. Stopp. Ach so, das ist der Schild. Das ist die Energie. Und jetzt sind wir gelb von Energie hier, ne? Jetzt müssen wir Medikit benutzen. Okay, haben wir das auch schon mal gelernt. Zumindest lernen wir hier wieder was. Ich muss euch alle umbringen. Es tut mir so leid. Ich muss euch wirklich alle umbringen. Nein, 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 nein. Energie, Energie, hoch, hoch, hoch. Oh, oh, oh. Wir sind sehr zart. Was unseren Schild angeht, Energie bitte, ne? So nicht. So nicht. Also die Plasmaknarre ist ja schon eher kontraproduktiv. Wir müssen die einzeln schön ausräuchern. Oh, müssen hier überall so eine Kanten sein? Dann müssen wir so hoch fliegen.
Sehr schön, sehr schön. Kurz warten. Kurz wegspringen. Aber nicht, dass sie hier unendlich nachspawnen oder so. Das wäre uncool. Man wird auch mal hier mal so eine Station ausräuchern können. Das war wohl nichts mit einer Granate, hä? Wo seid ihr denn, ihr Schlingel? Weg. Oh, Energie. Okay, jetzt kann ich das auch einigermaßen lesen da unten. Das hat... Ja, wir haben ein bisschen was abgekriegt. Aber der Schild lädt sich noch auf. Ah, guck mal, ich hatte mal schon, ne? Boom, weggehauen. Und den nächsten, du bist auch ohne Schild, ne? Oh, doch, die ist gut zum Weckeln, wenn die Schilde weg sind. Genau so muss man Elite spielen, habe ich gehört. Nein. Genauso eben nicht. Na? Was mit dir, hä? Ich bringe euch alle um. Ist nur mein Schild. Ist nicht schlimm. Nein! Alles cool. Beruhig dich, Leo. Das haben wir alle schon dutzendmal gespielt. Ich muss euch nur ein bisschen sehen. Oh, diese verdammten Einkerbung von den Scheiben. Alles in Ordnung. Weg mit ihm. Die rennen immer nur einmal schnell weg, ne? Weg. War nicht, dass uns die Energie dann flöten geht. Aber ihre Schilde laden sich zumindest nicht immer auf. Ach, Muni. Ja, Muni. Ach nein, das gibt's doch nicht. Muni. Haben wir da irgendwas oder so? Na, wenn nicht. Schilddurchbrecher. Oh, wir müssen die Physik einberechnen. Oh, die springt auch noch weg, die Granate. Ja, dann werf mal. Ist ja in Ordnung. Zack. Na. Weg. Wo ist die Granate? Zielperson. Schilder aufladen lassen. Kurz innehalten. Na? Aua. Die haben auch Schildbrecher. Ich gerade feststellen muss. Schön die Schilder erstmal reparieren lassen. Cool, danke. Vielen Dank für die Info, na? Warte du, die ganzen Morde. Lohnt sich das? Na? Wo willst du hin? Kommt raus. Seid mal nicht so. Arbeiter, der hat sich bestimmt seinen Arbeitstag heute auch anders vorgestellt. Oh, wie viele? Kommen da immer mehr? Hat das überhaupt gar keinen Sinn hier? Also noch weniger, als ich hier vermute. Oh! Ist da irgendein Schiff? Nein, come on! Das ist so... Das können wir vergessen. Das können wir so vergessen. Reinstürmen und irgendwas holen. Ich habe ja nicht mal annähernd einen Plan. Nicht mehr annähernd einen Plan. Na! Oh, hey, ist das hier? Muss ich hier was machen?
Habe ich noch Granaten? Moni wäre ganz nett. Wenn wir überhaupt hier. Oh Gott! Granate nähert sich! Weg hier! Oh 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 oh. Energie haben wir nicht mehr. Das war's. Es war mir eine Freude und eine Ehre obendrein. Ich hab gar keine Ahnung, wo ich ran soll. Granaten. Ach, ich habe selber Schildzellen, ne? Ein Schild. Na komm schon, Maus. Oh, die spinnt aber dolle rum hier, ne? Das Schild deaktiviert! Hier darf keiner rein. Hier darf keiner. Kann ich rausschießen? Ja, das geht. Das ist ja eine tolle Granate. Wir haben jemanden verloren! Oh, 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 Alter! Nein, nein! Medikit! Renne. Raumwechsel. Kriegen wir das hin? Geht das hier auf? Sag mal, hör mal auf hier! Du bist ein Mitarbeiter hier. Mist. Meine Muni. Draußen waren Munitionskisten, ne? Aber es kommen immer mehr. Ich habe draußen hier eine Munitionskiste gesehen gehabt. Oh, Schande. Oh, Schande, Schande, Schande. Ich habe 100 Pro den falschen Anzug angehabt. Aber warum? Da stand doch Dominator. Hey, hey, hey! Moni, Moni, Mon, Mon! Gib sie mir! Ist jetzt wieder alles voll? Auch Medikits wieder. Ja! Na los, wir machen euch alle kalt! Oh Mist! Aua, aua, aua. Oh, Energie, ne? Ja. Wir brauchen Kram von drinnen. Oh, Schan, rein da. Gibt's hier noch mehr Medikits? Gratis vielleicht, da. Jetzt kommt es da. Okay, wir halten fest. Beim Scannen nicht erwischen lassen. Beim ersten Mal ging es gut, auch wenn wir ein paar Mal erwischt worden sind. Das Scannen von Leuten, die das dann mitbekommen, also das Profil klauen, das sorgt auch für einen Alarm. Und wenn der erstmal ausgelöst ist, dann ist das eine heidenlose Ballerei. Da kommen ständig, wahrscheinlich bis zur Unendlichkeit, Leute nachgespawnt. Und das ist ein Kampf, den wir nur verlieren können. Aber ich glaube, wir hatten den falschen Anzug angehabt. Trotzdem, ich will diese Mission gar nicht darauf auslegen, dass wir dann am Ende kämpfen. Weil die sind eigentlich nicht gedacht dafür, dass man da kämpft. Nur vielleicht für die Exit-Strategie. Problem ist jetzt nur, ich habe den Grundkern der Mission nicht mal ansatzweise erfasst. Ich wusste nicht, was ich jetzt zu manipulieren oder zu scannen oder sonst was habe. Und in dem Punkt haben wir natürlich jetzt ordentlich versagt. Aber das war unser bisher längster Kampf. Wenn man so erstmal im Flow drin ist, kann man eine Weile zumindest in dem Kontext okay lange überleben. Aber das war sicherlich nicht so gedacht. Aber das Gute ist, ich habe gelernt, wir haben das Schiff weggeschickt. Das kostet uns nur lumpige 18.000 Credits plus, weiß ich nicht, 5 Millionen für die ganzen Leute, die wir umgebracht haben. Aber das wird schon wieder. Wir zahlen jetzt erstmal gleich unsere Strafe und dann fliegen wir zurück zu unserem Schiffchen. Wobei, das ist im Orbit, ne? Nicht, dass ich da wieder einen Trick anwenden muss oder so. Ach nee, wir müssen einfach nur zum Planeten wieder zurück, ne? Die Mission ist jetzt aber nicht mehr aktiv, oder? Das würde mich schwer wundern. Transaktionen. Auftrag gescheitert, war mir klar. Müssen wir nochmal ran, früher oder später. Ach, es geht aber, ne?
18.500 Kronkorken, Mensch. Space Kronkorken, wir wollen hier erstmal wieder weg.